Die Terrakristallisierung ist das neueste Feature in Pokémon Karmesin und Purpur. Heute werde ich euch alles erzählen, was ihr darüber wissen müsst. Denn diese Mechanik ist doch krasser, als wir alle am Anfang dachten. Und es gibt auch ein paar Fragen, die sich natürlich stellen. Funktioniert sowas wie Wandlungskunst mit Terrakristallisierung? Und wie sieht es mit anderen Fähigkeiten wie Anpassung aus? Das und vieles mehr werde ich heute beantworten. Aber erstmal kommen wir zu den Basics. Die Terrakristallisierung ändert den Typen eures Pokémon. Also wenn ihr zum Beispiel euer Feuer-Psycho-Cremanzo habt und dieses Pokémon hat den Terra-Typen Flug, dann wird es auch durch die Terrakristallisierung zum Typus Flug. So bekommt Cremanzo dann nicht nur eine Immunität gegenüber Bodenattacken, sondern würde auch den Step-Bonus auf Flugattacken bekommen. Dabei kann jedes Pokémon in der Theorie jeden Terra-Typen haben. Der Terra-Typ basiert jedoch bei den meisten Pokémon, die man normal fangen kann, auf einer der beiden Typen, den das Pokémon bereits hat, oder wenn man einen Typ hat, logischerweise auch nur auf diesen Typen. Also bleibt ein Arcani mit dem Terra-Typen Feuer natürlich dann auch ein Feuer-Pokémon in der Terra-Kristallisierung. Man kann aber in Raids Pokémon fangen mit einem anderen Terra-Typen oder diese leuchtenden Pokémon in der Overworld, die manchmal zu finden sind, haben ebenfalls einen anderen Terra-Typen als normal. Außerdem lässt sich der Terra-Typ eines Pokémon mit 50 Terra-Splittern in Mesclada verändern. Einen genauen Guide dazu findet ihr auf meinem Zweitkanal PressPress. Ganz wichtig ist aber, dass sich Terra-Typen nicht weiter breeden lassen. Das heißt, selbst wenn ihr einen veränderten Terra-Typen habt, könnt ihr den nicht auf das nächste Pokémon weitergeben, was meiner Meinung nach sehr schade ist. Dafür ist die Terra-Kristallisierung aber auch wirklich stark. Nehmen wir einfach mal das Cremanzo Beispiel. Wir Terra-Kristallisieren uns zu einem Flug-Pokémon. So, jetzt haben wir aber natürlich keine Flugattacke in unserem Moveset und wir verlieren unsere beiden Steps. Das wäre ja wirklich schade. Aber nein, nach der Terra-Kristallisierung behält man den eigentlichen Typenbonus, also den Step, weiterhin. Das heißt, wenn wir eine Feuerattacke einsetzen, ist das trotzdem noch eine Step-Attacke. Wenn wir eine Psycho-Attacke einsetzen, ist es noch eine Step-Attacke. Und wenn wir dann noch eine Flugattacke einsetzen, ist das auch eine Step-Attacke. Das heißt, wir haben drei Step-Attacken, aber wir haben dann nur den Flugtypen. Das heißt, die ganzen Nachteile, die zum Beispiel der Feuertypus mitbringt, wie zum Beispiel eine Gesteinsschwäche, eine Bodenschwäche, eine Wasserschwäche, all diese Schwächen haben wir nicht mehr. Genauso wie die ganzen Schwächen, die durch Psycho kommen. Da mehr Geist und Unlicht. Und Flug hingegen hat auf jeden Fall einige Schwächen weniger als die Typenkombi Feuer-Psycho. Und diese Tatsache macht die Terra-Kristallisierung meiner Meinung nach auch ein bisschen zu stark. Ich feiere das Feature sehr, aber dass man so gesehen drei Steps haben kann, wenn es ein Pokémon einsetzt, was eh schon zwei Typen hat und man dann den Typen komplett verändert, ist das halt schon sehr stark. Aber was auch stark ist, ist die Tatsache, dass wenn ihr zum Beispiel einen Arcani habt, mit dem Terra-Typen Feuer, habe ich ja gerade eben schon angesprochen, wieso sollte man den dann Terra-Kristallisieren? Weil er bleibt doch Feuer. Ja, es bringt trotzdem was, weil die Feuerattacke macht dann nicht 1,5-fachen Schaden durch den ganz normalen Step, sondern zweifachen Schaden, also doppelter Schaden durch eine Feuerattacke, wenn wir Terra-Kristallisiert sind und da auch vom Typus Feuer sind. Das heißt, man kann offensiv seinen Typen verstärken, man kann aber auch defensiv Terra-Kristallisieren, um gewisse Schwächen nicht mehr zu haben. Und das macht die Terra-Kristallisierung so unfassbar gut. Weil erstmal weißt du nicht, welches Pokémon der Gegner Terra-Kristallisieren wird. Dann kommt noch dazu, dass du nicht weißt, zu welchem Typen der das machen wird. Dann kommt noch dazu, dass du all diese Boni hast, die ich gerade eben beschrieben habe. Dennoch hat sich nach einer Woche im Pokémon Competitive bereits einiges herauskristallisiert. Oder sollte ich sagen, Terra-Kristallisiert? Okay, es tut mir leid, wirklich. Denn man findet nach einigen Kämpfen heraus, welcher Terra-Typ sich am meisten auf welchem Pokémon lohnt und welchem Pokémon man vor allem Terra-Kristallisieren möchte. Denn man kann es ja nur einmal pro Kampf einsetzen. Das Krasse ist aber tatsächlich, dass man es einsetzen kann und danach auch noch wieder rauswechseln kann und später das Pokémon zurückbringen kann. Es ist nicht so wie bei Dynamax, dass wenn du rauswechselst und dann reinwechselst, das Ganze futsch ist, sondern die Terra-Kristallisierung bleibt so lange bestehen, bis das Pokémon besiegt wird. Wenn es besiegt wird und dann wiederbelebt wird durch die Attacke Vitalsegen zum Beispiel, dann wiederum kannst du das Pokémon zwar wiederbeleben, aber die Terra-Kristallisierung wird nicht wieder aufgefrischt. Eine weitere Sache, die die Terra-Kristallisierung so stark macht, ist der Terra-Ausbruch. Diese Attacke nimmt den Terra
Terra-Typen an, wenn man sich Terra kristallisiert hat. Und auch wenn im Spiel steht, dass das eine spezielle Attacke ist, der Schaden wird berechnet, je nachdem, welcher Wert bei dir höher ist. Ob es der physische Wert ist oder der spezielle Wert, das ist das Entscheidende bei der Attacke Terra-Ausbruch. Das heißt, es ist einfach eine stärkere Kraftreserve, die dann auch noch gleichzeitig physisch sein kann. Die Frage ist natürlich auch, wie interagiert die Terra-Kristallisierung mit Fähigkeiten wie Anpassung zum Beispiel? Denn die Fähigkeit Anpassung sorgt dafür, dass wenn man eine Step-Attacke einsetzt, man doppelten Schaden mit dieser macht. Und tatsächlich, das Ganze stackt mit der Terra-Kristallisierung. Also wenn ihr zum Beispiel ein Mago Spector mit Anpassung Terra-Kristallisiert zum Typus Normal, dann macht ein Fuchtler nicht mal 1,5 Schaden, nicht doppelten Schaden, sondern mal 2,66-fachen Schaden. Das ist wirklich krass. Doch wie sieht das Ganze bei Wandlungskunst aus? Und hier ein kleiner Spoiler, falls ihr die Endentwicklung vom Pflanzenstarter noch nicht sehen wollt, denn der hat die versteckte Fähigkeit Wandlungskunst. Und wenn sich Maskagato beispielsweise zum Pflanzentypen Terra kristallisiert und dann eine Unlichtattacke einsetzt, wird Wandlungskunst nicht getriggert. Das heißt, die Terra-Kristallisierung überschreibt das Ganze. Das hat der gute Dennis für mich ausgetestet. Shoutouts gehen an ihn raus. Vielen Dank an der Stelle. Schaut auch bei ihm vorbei. Genauso ist es wichtig zu sagen, dass andere Sachen, die den Typen normalerweise ändern, ebenfalls nicht funktionieren. Sowas wie Überflutung zum Beispiel oder Typenspiegel sind auch Attacken, die gegen Terra-Pokémon nicht funktionieren. Eine Attacke, die vielleicht noch interessant ist, ist Ausbrennen. Diese Attacke existiert aber aktuell nicht in Karmesin und Purpur. Arcani ist zwar im Spiel, aber sie haben tatsächlich die Attacke von Arcani entfernt. Dann haben wir noch die Signature-Attacke Zweifachladung von Pamomamo, denn die sorgt dafür, dass man den Elektro-Typen verliert, nachdem man die Attacke eingesetzt hat, aber man kann danach trotzdem die Attacke noch einsetzen, nicht so wie Ausbrennen. Und mit der Kristallisierung auf Pamomamo ist es dann so, dass man weiterhin den Elektro-Step behält und damit auch doppelten Schaden mit der Zweifachladung macht. Und das ist unfassbar stark. Die Terra-Kristallisierung bringt also einige Veränderungen mit sich. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, wie viel Veränderungen Maskagato und die anderen Starter mit sich bringen werden, schaut dafür auf jeden Fall dieses Video hier an.